Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Drogeriehol. Alter Schwede. Und wenn du Bock drauf hast, zu erfahren, welche Limited Editions, welche Nachkaufprodukte, welche Produkte generell jetzt neu bei mir einziehen dürfen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich möchte euch aber auch super gerne einfach jetzt am Anfang eine ganz tolle Aktion von My Müsli vorstellen. Dort könnt ihr nämlich aktuell mit Claudi2Go einen To-Go-Becher für Ume mit dazu kriegen. Das finde ich richtig cool. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Adventskalender, die dieses Jahr rauskommen. Der ein oder andere wird auch auf diesem Kanal vorgestellt werden. Auf jeden Fall könnt ihr euch die Farbe selber auswählen. Ich habe jetzt hier einfach mal einen in so einem Pink, den ich total schön finde. Und da kann man halt sein Müsli drin aufbewahren. Jedenfalls oben drin erstmal, ne? Wenn man das so mitnimmt zur Arbeit, zur Schule, wo auch immer hin man das mitnehmen möchte. Und dann kann man das später hier unten drin zubereiten und das dann auch entsprechend mit der Flüssigkeit mischen. Ein sehr, 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 sehr praktisches Produkt, was man jetzt halt einfach ab 20 Euro Einkaufswert mit Claudi2Go dazu bekommt. Ich habe natürlich auch ein bisschen dort gestöbert und ey Leute. Was ist das bitte? Es gibt eine Kooperation von meinem Müsli mit Disney und zwar zum 100-jährigen Bestehen von Disney. Und da gibt es diese Collection. Hier sehe ich auch Baloo, ich sehe König der Löwen, ich sehe Mickey Mouse, ich sehe Marie von Aristocats, ich sehe Bambi, ich sehe auch Ariel. Bio-Müsli mit Cranberries und weißer Schokolade, Erdbeeren und Himbeeren. Das hört sich so gut an. Ich mag einfach die Müslis von meinem Müsli auch, weil die sehr speziell. Dann Bio-Müsli mit weißer Schokolade und Himbeeren und so weiter und so fort. Und Schokoladenknusper-Müsli mit Zartbitter-Schokoladeplättchen. Ja, und hier hast du halt immer wirklich genau eine Portion drin. Das ist halt auch ein schönes Geschenkset in Pappe verpackt, ne? Sieht einfach total hübsch aus. Mag ich gerne leiden. Und dann hat sich mein Freund was ausgesucht. Das ist dieses Cold Brew Set, also quasi Tee, haben die ja auch, ne? Mit dem Tree of Tea. Und da hat er sich einmal, also dieses Dreier-Set besteht aus Apfelgurke. Sehr, sehr interessant. Das wird auch sehr erfrischend sein, weil man das auch mit kaltem Wasser einfach aufgießen kann. Da sind 15 Pyramidenbeutel drin für die Wasserflasche. Wie frisch nach einem Wellnessbesuch oder einem guten Powernap. Großartig. Dann gibt es auch noch, oh, das ist meins, Wassermelone und Erdbeere. Das hört sich auch richtig lecker an. Ach, das muss ich, ich muss mal eben meine Nase da reinhalten, Leute. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Oh, lecker. Vielleicht muss ich das ein oder andere Päckchen hier oben stehen lassen, weil ich mache das ganz gerne, wenn ich hier oben bin, dass ich dann ja auch irgendwie ein Kaltgetränk habe, ne? Und dann haben wir noch Mango-Passionsfrucht. Auch sehr, sehr schön, sehr, sehr frisch. Und etwas, was ich mir selber ausgesucht habe. Oh, da habe ich so Bock drauf. Diese Vormischung ist das ja, ne? Wildberry-Joghurt mit Brombeeren und Joghurtplättchen. Ne? Das können wir auch mal aufmachen. Dann seht ihr nämlich auch, wie schön das aussieht. Das ist so ansprechend, weil du halt auch diese großen Stückchen mit drin hast. Ja, das hatte ich als kleine Mischung letztes Jahr im Adventskalender. Das ist so genial. Ne? Das sieht richtig, richtig lecker aus. Und ihr hattet mir auch letztes Jahr in den Kommentaren geschrieben, was so eure Lieblingsmischung bei meinem Müsli sind. Das könnt ihr auch gerne, also jetzt unter diesem Video mal machen. Würde ich mich echt für interessieren, dass man halt selber einfach mal auch auf ganz neue Ideen kommt, um sich sein Müsli selber zu mixen. Und wie gesagt, ab 20 Euro bekommt ihr diesen To-Go-Becher bzw. die Farbe eurer Wahl entsprechend auch mit dazu. Ja, genau. Und ich mache in diesem Video auch eine Verlosung. Das wird dann aber ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket von mir sein. Alles, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Und ich freue mich wie Bolle über die Kooperation mit meinem Müsli, weil das einfach so eine leckere und schmackhafte Kooperation ist. Ich freue mich wirklich. Okay, so. Jetzt zeige ich euch mal die Produkte, die ich mir bei DM bestellt habe. Da starten wir einfach mal mit Espresso, weil wir ja schon mal beim bisschen Food sind, ne? Dann nehme ich immer gerne von DM Bio diese ganze Bohne auch mit. Das ist sehr, sehr angenehm. Ich mag das gerne. Das ist nicht zu kräftig, aber auch nicht zu mild. Ich finde, dass der Geschmack davon richtig lecker ist. Mein Freund und ich mögen am liebsten halt von DM Bio diese Espresso-Bohnen oder von Aldi tatsächlich. Also das gefällt uns einfach am besten. Dann habe ich noch mehr zu essen mitgenommen. Das ist dann halt so für, wenn wir irgendwelche Gartentage haben oder so und einfach keinen Bock oder keine Zeit zu kochen haben. Dann habe ich hier einmal für mich mitgenommen den Erbseneintopf mit Gemüse. Den esse ich mir ja liebend gerne immer mit Apfelmus, weil das einfach so eine Kindheit
Kindheitserinnerung von mir ist, wir haben immer Apfelmus eingemacht bei uns zu Hause. Das war immer eine riesige Aktion im Herbst, also so ungefähr, ja, im September muss es immer gewesen sein. Und da haben wir wirklich große Gläser Apfelmus eingemacht und das waren immer so ungefähr 100. Also das war richtig krass und das hat übers Jahr halt gehalten. Das waren Oschi-Dinger, meine Herren. Aber unsere Familie hat es auch einfach eingeatmet. Ne? Und für meinen Freund habe ich mitgenommen den Linseneintopf mit Kartoffeln. Den mag er persönlich auch super gerne. Linse ist einfach so mehr seins und meins ist eher die Erbse. Mag ich einfach auch ganz gerne. So, dann habe ich auch für Julius was zu essen mitgenommen. Das hatte ich euch in meinem Vlog auch gezeigt, dass ich das schon mal geholt hatte. Beim Netto war das. Ne? Gibt es auch bei DM, habe ich mitgenommen von Hip die Bio-Hesestangen. Die mag er sehr, sehr gerne. Er hat jetzt unten schon 2 Zähnchen, oben sind aktuell 4 gleichzeitig am Durchbrechen. Läuft, es sind total tolle Nächte. Und das hilft ihm. Ne? Also ja, soll man ja nicht allzu viele von geben, aber er mag es halt einfach mal ganz gerne so als Überbrückung zum Beispiel. Ich will halt auch lieber sowas geben als Schmerzmittel, so halt. Ne? Und das hilft. Er hat auch irgendwelche Beißringe und so, da komme ich auch gleich zu, da habe ich noch weitere Sachen geholt, aber naja. Auch super viele Babygläschen und so, die ich jetzt in diesem Video nicht zeige, die sind schon alle unten in der Vorratskammer. Dann habe ich noch was gekauft für uns. Kerne und Saatengranola von DM Bio. Das mag ich einfach gerne auch im Müsli. Wenn ich also nicht den Luxus habe, dass ich von meinem Müsli die vorgefertigten Müsli-Mischungen habe, die einfach schon sehr, sehr ausgefallen sind, habe ich dann meistens ein relativ standardisiertes Müsli hier und mache dann davon einfach ein bisschen was rein, damit ich ein bisschen mehr Crunch habe. Ist dann etwas fancier. Und der letzte im Bunde, der natürlich auch versorgt werden sollte mit Essen, ist Sammy. Und da habe ich einfach 3-mal von diesen Dingern wieder diese Knabberwürstchen mitgenommen. Da kriegt er jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, eins von. Ne, dann kommt er immer zu mir an die Bettseite und dann mache ich das immer Stückchen für Stückchen und gebe ihm das. Und ja, das ist halt so unser Ritual, was wir haben. Das ist ganz cool. Das ist jetzt der Knabberwürstchen-Mix. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht sogar auch, ich glaube, das gibt es auch, ne, als Mono, nur mit Rind. Ich habe hier nämlich Huhn, Pute und Ente drin. Ich glaube, Rind ist nochmal ein separates Ding, was man kaufen könnte. So, dann habe ich noch im Segment der Haushaltsprodukte geschaut. Und zwar sind wir jetzt endlich hier oben relativ fertig mit dem Badezimmer. Wir warten jetzt nur noch auf die Duschkabine und werden die dann einbauen. Aber wir sind jetzt schon in dem Modus, dass wir das Bad reinigen können. Und Schatzi hat gesagt, komm, hol dir mal extra für das Bad oben einen Badreiniger. Habe ich gemacht. Das ist von Denkmit mit starker Kalklösekraft. Der Badreiniger, kraftvoll gegen Kalk und Schmutz. Und ja, der durfte jetzt einfach mal mit. Freut mich tatsächlich, dass wir da auch etwas vorankommen und ich dann diese Woche auch, also wenn ihr das Video seht, habe ich es hoffentlich schon gemacht, in die Badewanne kann. Yay! So passend, oder? Jetzt gerade ist draußen echt nicht so schönes Wetter. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man dort eine Wanne nutzen kann. Dann habe ich auch noch für Julius was mitgenommen, beziehungsweise ich verwende das für Julius. Froschbaby, das Waschmittel. Ich habe immer gerne einfach ein Backup davon auch da. Jetzt gerade habe ich nämlich wieder die letzte Flasche, die da war, angebrochen. Verwende ich halt, wenn ich seine Wäsche wasche. Der hat dann ja ein separates Waschmittel, was dann halt einfach ein bisschen hautschonender ist und besser halt für Babys geeignet. Ne? Ja. Genau. Und dann habe ich mir endlich von Balea diese Augenpads gekauft. Beauty Hyaluron Augengelpads. Das letzte Mal, als ich die bestellt habe, war die Packung leider leer. Jetzt ist sie es nicht. Und da hatten einige von euch auch geschrieben, dass ich die auf jeden Fall mal ausprobieren sollte. Das werde ich machen. Dann werdet ihr im Aufgebraucht-Video von August definitiv auch meine Review dazu bekommen. Das heißt, ich werde dann direkt morgen früh mal anfangen, die auszuprobieren. Ja, sind mit Hyaluron. Sollen Feuchtigkeit spenden und gegen Schwellungen sein und mit Hyaluronsäure und Panthenol. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie die so sein werden. Ne? Im Dreierpack finde ich auch ganz praktisch. So, dann gehen wir jetzt mal rüber zu Rossmann. Da war ich tatsächlich 2-mal im Laden. Ja, tatsächlich. Warum war ich eigentlich 2-mal da? Keine Ahnung. Genau, einmal war ich sowieso bei einer Ärztin war und danach dann halt da reingegangen bin, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Und dann war ich letztens, wo war ich denn da? Bei der Massage. Oh, mein Freund hat mir einen Gutschein nämlich mitgebracht von der Thai-Massage. Boah, Leute, das war so gut. Ich habe immer noch Muskelkater davon, obwohl ich vor 2 Tagen die Massage hatte, aber es war so genial, kann ich nur jedem empfehlen. Auf jeden Fall war ich dann auch noch dort beim Rossmann. Genau, weil ich auch noch für Julius da was geholt hatte. Da habe ich 2-mal diese Tuchmaske mitgenommen. Das sind auch 2 unterschiedliche. Einmal Salt Water Wipes mit Hyaluron und Tropenmeersalz. Die spendet intensive Feuchtigkeit und ist einfach so richtig schön unter Wasser
Sieht richtig hübsch aus. Ich hoffe, dass die auch gut funktioniert. Bei Isana und auch bei Lea ist es ja manchmal so Hit or Miss. Manche halten richtig, richtig gut und manche sind einfach viel zu dick. Aber die fühlte sich halt auch schon hier drin sehr, sehr schön dünn an. Und das ist auch Salt Water Wipes. Ich glaube, das ist diese Limited Edition aktuell mit Hyaluron und Algenextrakt. Und das andere war mit rotem Meersalz. Okay, auch die spendet intensive Feuchtigkeit. Auch die beiden werden in den nächsten Tagen verwendet und dann im Aufgebrauch-Video zu sehen sein. Also, falls du kein Video verpassen willst, abonniere sehr gerne diesen Kanal. Da sieht man immer mal wieder witzige Dinge über Beauty. Alles rund um Beauty ist da, ne? Beauty, Lifestyle, Gedönsen. Hauls sieht man hier offensichtlich. Schminkies sieht man hier. Produktreviews und so weiter und so fort. Adventskalender-Unboxings, Unboxings von Beautyboxen, ne? Also gerne Kanal abonnieren und Teil der Crew werden. Ich würde mich mega freuen. Dann habe ich gesehen, dass im Ausverkauf von Rival de Loop aus der Into the Jungle LE dieses Magic Makeup Mousse drin war. Magic Makeup Mousse, genau. Und da weiß ich, dass die dass die liebe Sarah Isabel das einfach total toll findet. Und ich hatte sie auch gefragt, als wir zusammen bei Maxim auf dem Rival Loves Me Event waren, ob sie davon noch Backups hat, und sie sagte, ja, sie hätte ein paar, aber ich habe das gesehen und ich muss das auf jeden Fall mitnehmen, weil ich weiß, dass sie das großartig findet, und ansonsten mag sie ja nicht so gerne Foundations, aber die hier findet sie großartig. Da würde ich ja einfach mal eine Freude machen, und wenn Trashy dann demnächst wieder bei mir ist, das für sie mit reinlegen, und dann wird es, wenn es bei ihr ankommt, hoffentlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Dann habe ich eine neue Mascara gesehen von Revolution oder Relove ist das ja. Ist die neu? Ich weiß nicht. Da stand neu dran. Power Lash Volume. Ne? Das ist so eine pinke. Ich bin mir gerade nämlich gar nicht so sicher, ob ich die schon mal gesehen habe irgendwo oder nicht. Aber ich glaube, die ist neu. Wird auf jeden Fall ausprobiert, und da bin ich einfach gespannt drauf. Wird dann wahrscheinlich ein dickes Faserbürstchen haben oder so. Dann hat auch M. Asam neue Produkte rausgebracht. Das fand ich interessant. Ich habe zwar letztens erst ein Fullface mit M. Asam Produkten geschminkt, aber die bringen ja immer wieder Neuheiten raus. Und das finde ich interessant. Gerade die Make-up-Produkte gefallen mir halt einfach sehr gut. Das ist dieses Velvet Lip and Cheek Tint Skin Booster, samtig weiche Textur für Lippe und Wange in der Farbe Cool Summer, nee, Terracotta. Cool Summer ist dann wohl die Limited Edition davon, habe ich das mitgenommen. Und das sah so hübsch aus, erinnerte mich auch so ein bisschen von der Verpackung her an unsere liebe Fenty Beauty Rihanna-Geschichte. Ne? Also wenn man sich das einfach mal so kurz merkt. Und dann dieses hier. Ich meine, gut, Hexagon, okay, aber, ne? Und dann habe ich dieses hier. Das ist schon cool. Mag ich gerne leiden. Also das möchte auf jeden Fall ausprobiert werden. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. So, noch mehr Beauty. Jetzt haue ich einfach mal richtig raus. Ich habe nämlich mehrere Limited Editions mitgenommen, die mich einfach angesprochen haben. Altera hat diese Berry Crush LE immer noch stehen gehabt. Also es steht ja schon eine Weile dort. Ja, das ist einmal der Lippenbalm mit Lip Balm mit Bio-Himbeer-Samenöl, dieser hier. Und Lippenbalsam finde ich auch immer sehr, sehr schön. Habe ich irgendwie in gefühlt jeder Jackentasche, jedem, überall irgendwie mit drin. Also verwende ich halt auch immer, weil ich mag einfach nicht spröde Lippen haben. Ich mag es einfach, gepflegte Lippen zu haben. Dann habe ich mir auch mitgenommen den Bronzer und den Blush. So, Klebeviecher abgemacht. Also, oh, das hatte ich nicht gesehen. Habe ich jetzt ein kleines Problem, denn den Bronzer werde ich wahrscheinlich dann direkt weiter wandern lassen, weil Schimmerbronzer mag ich leider gar nicht. Da habe ich nicht aufgepasst, Leute. Mistustus. Mistustus, Mistustus. Okay, und dann habe ich hier den Blush, der hat auch Schimmer mit drin. Der sieht sehr zurückhaltend aus, ne? Der kann aber was werden. Komm, das schauen wir uns aber mal an. Oh, sehr, sehr dezent. Das ist mehr ein Highlighter, ne? Okay, und dann habe ich hier die Berry Crush Eyeshadow Palette. Die erinnert ziemlich vom Design her an Colourpop oder so. Und da habe ich auch schon mal aus einer Limited Edition eine mitgenommen, und die fand ich richtig gut. Also da war ich echt überrascht. Und die sieht auch toll aus. Es sind eher kühle Töne. Aber die mag ich jetzt auf den ersten Blick schon mal richtig gerne leiden, weil die auch richtig schön poppig aussieht. Das hatte ich nämlich bei der letzten LE so ein bisschen Ice Never Lie oder so hieß die, ein bisschen moniert, dass ich dann gesagt habe, Mensch, ne, so öde. Aber das hier ist so richtig schön, das mag ich gerne leiden. Wir haben hier tolle matte Töne drin, schöne Schimmertöne. Und das finde ich einfach schön, ne, wenn, schön finde ich es ja, wenn
auch Naturkosmetik sich fancy präsentiert. Dann hat Rival de Loop aktuell 2 Limited Editions gleichzeitig stehen, was ich ein bisschen schwierig finde. Weiß ich nicht, ob die die Sachen halt irgendwie zu einem blöden Zeitpunkt auch geliefert bekommen haben. Naja, einmal habe ich hier die relativ neue Celebrate the Day. Das ist ein Water-Based Lip Gloss und das sieht sehr fancy aus. Sehr, sehr fancy. Da bin ich echt gespannt, wie der auf den Lippen dann sein wird, ne? Oh mein Gott. Ist noch zu? Nee. Ich habe jetzt einen Lipgloss drauf. Ich weiß nicht, kann ich ihn da drüber machen? Riecht total süß. Ui, richtig nass. Als würde ich mir hier Wasser drauf packen. Okay. Hä? Der verträgt sich nicht ganz so gut mit dem, was ich drauf habe. Mhm. Ja, ist halt wasserbasiert und nicht ölbasiert. Und Öl und Wasser stoßen sich ab. Das ist dann wahrscheinlich das Problem, ne? Sehr witzig. Wird gerade sehr... sehr baumig auf meinen Lippen. Mhm. Okay, muss aber dann solo auch noch ausprobiert werden. Dann haben wir auch noch bei der Celebrate the Day diesen Skin Tint. Total speziell, ne? Serum Skin Tint, den hatten die letztes Jahr auch irgendwie mit drin. Der ist mir irgendwann, glaube ich, gekippt oder so. Der war echt nicht mehr schön. Der wird auch ausprobiert. Das wird dann wahrscheinlich auch eine sehr leichte Geschichte sein. Genau, der hat auch keinen Schimmer mit bei. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn sowas rausgebracht wird und es nur eine Farbe gibt halt, ne? Aber echt groß, die LE. Denn ein Schwämmchen war auch noch mit am Start. Ich glaube, dazu mache ich aber ein separates Video. Eine Mascara habe ich hier. Das ist die Celebrate the Day Travel Mascara. Oh, holla. Die kenne ich ja gar nicht. Also, das scheint auch eine ganz spezielle zu sein. Guck mal. Wahnsinnig cool. Eine kegelförmige Gummibürstchen-Mascara, die nach nichts riecht. Die ist ja geil. Fancy, stehe ich drauf, okay. Dann habe ich noch die beiden Nagellacke mitgenommen. Also bei uns stand die halt komplett, ne? Richtig, richtig cool. Mag ich auch gerne leiden. Die beiden Farben sehen so schön nach Sommer aus, nach Festival, nach Hau raus, Krokette. Und dann gab es noch 2 weitere Sachen. Einmal Cream Look, Blush und Bronzer Duo. Also so eine wirklich umfangreiche Limited Edition, ne? Das hat man ja bei der Rival Loves Me LE mit Maxim jetzt ja auch gehabt. Und ich feiere das. Wenn Limited Editions halt so groß sind, das ist für die Marke dann wahrscheinlich etwas schwierig, aber für uns Konsumenten ist es großartig. Ich finde es großartig. Oh, schöne Farben, aber guck mal, wie viel Platz da einfach noch verschwendet wurde. Hm. Okay, da hätte man entweder die Palette kleiner machen können oder die Fännchen größer. Naja, aber gut, so sieht das dann aus. Wird ausprobiert. Und dann war natürlich noch eine Lidschattenpalette mit dabei. Celebrate the Day Eyeshadow Palette, das ist diese hier. Die war, wenn ich mich richtig erinnere relativ zurückhaltend von der Farbgestaltung her. Das Vegan steht hier hinten drauf, genau. Also super zurückhaltend, ne? Sehr dezent, sehr alltagstauglich. Ja. Matte Töne, Schimmertöne, sehr dezent. Da finde ich tatsächlich die von Alterra fanziger, ansprechender. Und dann steht gleichzeitig noch die Follow the Sun bei uns. Sehr verrückt, finde ich. Ja, da habe ich einmal den Blush und einmal den Highlighter Stick mitgenommen. Das sind diese beiden. Die sehen auch passend aus. Auch hier gab es keine Farbauswahl, das heißt Hit or Miss. Also es muss halt so sein, dass dir die Farbe passt oder eben nicht. Der Highlighter sieht sehr dezent aus, der Blush sieht etwas schimmernd aus. Ich bin einfach sehr gespannt, wobei der Blush auch relativ kühl aussieht, was ich irgendwie ganz interessant finde, weil eigentlich ist es ja eine Sommer-LE, ne? Deswegen haben wir zum Beispiel hier auch so ein Schimmerspray mit drin oder Glowspray. Das Glowspray schenkt der Haut dank schimmernder Glitterpartikel einen strahlenden Look. Vor dem Gebrauch gut schütteln und aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig auf das Gesicht und das Dekolleté sprühen. Also ich weiß nicht, ob man das dann auch über Make-up tragen kann. Hätte ich jetzt, glaube ich, ein bisschen... Muss man mal gucken, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass man sowas auch zum Beispiel auf ein Schwämmchen sprühen könnte und das dann wirklich so auftupfen kann, wo man das hinhaben will. Auch so ein fancy Produkt, was hier mit in der LE ist, was ich aber sehr cool finde, ist der Liquid Eye Topper. Das kommt jetzt ja auch immer mehr, dass die auch solche Produkte auch mit aufnehmen und ja, dass die sich halt ein bisschen mehr was trauen. Dass man sowohl die Basic-Produkte drin hat, als auch Fancy-Produkte. Und den machst du dir wirklich auf deinen Lidschatten drauf. Bin ich einfach mal gespannt, ob das was kann. Ob das meinen Lidschatten dann auch wirklich an Ort und Stelle lässt. Ebenfalls in der Follow the Sun LE mit drin ist hier dieses Bronzing Powder. Das sieht schön dezent aus, was bei mir immer sehr gut funktioniert. Also ich möchte schon, dass man meinen Bronzer so ein bisschen sieht, aber...
ich will es halt nicht zu intensiv, weil ich bin halt sehr, sehr hell. Ne? Also das, was ich jetzt so an Bronzer drauf habe, reicht. Mehr muss nicht sein. Ich glaube, sowas kann ich hiermit auch ganz gut erreichen. Und diese Lidschattenpalette, die hier mit drin ist, ist auch noch mal in einem richtig hübschen, süßen Pappverpackungsdesign. Da habe ich heute das Video gesehen von Maxim, wie der seine ganzen Lidschatten depottet hat, der Verrückte. Das war echt crazy, aber es sah so gut aus, ne? Genau, da haben wir hier die 9er Palette. Genau, wir haben hier zwei matte Töne drin und der Rest ist schimmernd. Für mich ist es perfekt, denn ich mag einfach super gerne Schimmerlidschatten. Und da bin ich gespannt, was ich damit zaubern kann. Ne? Also die beiden Matten sind halt wirklich nur... Nee, Quatsch, das Blau ist auch noch matt. Das sind drei matte Töne, okay. Aber die beiden hier, damit kann man definitiv das Lid setten und das hier dann so ein bisschen sonnenaufgangstechnisch in die Lidfalte geben. Das Blau kann ich mir super am unteren Wimpernkranz vorstellen. Und dann mit den anderen Schimmertönen entsprechend spielen. Hier so ein schöner Inner Corner Highlight oder generell ein Highlighter-Ton. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Also beides... Limited Editions, wo ich sage, Mensch, ne, da ist gut was zu holen, da kannst du gut was mitmachen und ich denke auch, dass jeder da irgendwie ein Produkt für sich finden wird, was einem gefällt und auf jeden Fall schön gestaltet, aber ich verstehe einfach nicht, warum man die beiden so schnell und gleichzeitig halt hat. Okay, noch ein bisschen Beauty habe ich geholt, das habe ich jetzt schon bei mehreren von meinen Kolleginnen gesehen, dass sie sich dieses Bodytape geholt haben. Ich habe zwar nicht so super viel, was man irgendwie festkleben könnte und ich glaube, die Klebetechnik, die ich anwenden werde, ist eine etwas andere, weil ich möchte ja auch so ein bisschen, dass es danach aussieht, als hätte ich mir nicht meine Hubis weggeklebt, sondern dass sie irgendwie noch da sind. Ich weiß es noch nicht, da muss ich einfach mal gucken. Aber es gibt so viele Kleidungsstücke, die so schwierig sind, weil man dann immer irgendwie den BH-Träger sieht, ne? Sei es am Rücken oder an den Schultern oder so. Oder ein sehr tiefer Ausschnitt, ne? Da mag ich das einfach ganz gerne. Ich habe zwar auch so einen Klebe-BH, der auch relativ gut hält. Den habe ich mir mal irgendwo, ich glaube bei Amazon oder so, bestellt. Aber das hier wollte ich auch mal ausprobieren. Es gibt auch das in Schwarz. Ich habe mir das in Rosé, ist es, glaube ich, geholt. Das dürfte dann auch ganz gut bei mir funktionieren, dass es dann auch mit meiner Haut verschmilzt und quasi überhaupt nicht mehr sichtbar ist. Inklusive Brustwarzencover finde ich auch total nett. Ja. Ne? Denn niemand mag Nippelalarm, weiß ich, glaube ich, oder? Also ich bin da gar nicht Fan von. Dann hat Isana auch so diverse Reihen in der Pflege, im Pflegebereich rausgebracht, die mich sehr interessiert haben. Ich kann nicht alles mitnehmen, denn ich habe nur ein Gesicht, wo ich Sachen drauf testen kann. Deswegen habe ich erstmal dieses hier mitgenommen. Das aufpolsternde Serum Pro Kollagen Filler, Faltenfüller, Feuchtigkeitsbooster, Hyaluron, hat sich einfach super angehört. Ne? Ich habe immer meine Probleme mit Drogeriepflegeprodukten. Ganz einfach, meine Haut ist sehr, sehr anspruchsvoll. Sie ist trocken, sie ist sensibel und ist leider oft schon vorgekommen, dass die Produkte bei mir irgendwelche Sachen verursacht haben, die ich nicht haben will. Und dann schwenke ich halt ganz schnell wieder zu meinen geliebten Favoriten zurück. Aber ich möchte tatsächlich auch noch ein weiteres Gesichtsprodukt ausprobieren. Es gibt sowas Ähnliches halt auch Isana-mäßig schon im Sortiment, aber das scheint auch irgendwie ein bisschen neuer zu sein. Isana Pure Reinigungsschaum, sanfte Reinigung mit Niacinamid und Panthenol. Das hier war auch von den Inhaltsstoffen her ein bisschen ansprechender als das, was die als anderen Reinigungsschaum haben. Das ist, glaube ich, dieser pflegende Reinigungsschaum, der in einer durchsichtigen Pumpverpackung so drin ist. Ne? Ja, wollte ich ausprobieren als zweites Produkt beim Double Cleansing. Dann habe ich mir noch ein Shampoo mitgenommen. Ein Conditioner. Das sah irgendwie so aus, als wäre das neu. Habe ich noch nie vorher gesehen. Monday ist die Marke. Moisture Conditioner mit Reisprotein. Und das fand ich einfach ansprechend. Ich mag super gerne Pumper, das ist einfach praktisch. Ne? Genau. Das wird auf jeden Fall getestet. Ja, dann habe ich hier noch ein bisschen was für Sammy mitgenommen. Das sind 8 saftige Salamis reich an Rind. Die habe ich immer hier oben und dann kriegt er immer ein Leckerchen, wenn er halt so mit hochkommt. Ne? Dann habe ich hier auch noch einen Enerbio Getreidebrei Dinkel. Der ist super praktisch, weil den kannst du halt echt schnell anrühren. Musst du irgendwie nur mit 50 Grad heißem Wasser machen. Und sowas geben wir dann halt gerne zum Abendbrot und dazu dann halt noch ein bisschen Obst rein. Ne? Dann, wie gesagt, Beißringe braucht der kleine Mann definitiv und die fand ich so süß. Ne? Ist einmal so ein Elefant und einmal eine Giraffe. Die werden gleich erstmal schön gereinigt und kommen dann hoch in den Kühlschrank, denn das sind halt Kühlbeißringe. Und ja, gerade, also ich fand das einfach ansprechend. Ich habe mir gedacht, wenn ich ein Baby wäre, würde ich gerne bei der Giraffe hier auf dem Gesicht rumkauen. Das fand ich gut. ja, dann so eine magische 8. Das ist halt auch ganz praktisch.
irgendwie, keine Ahnung, kann man damit halt auch so rumspielen. Und Julius macht auch immer mehr mit seinen Händen und keine Ahnung, ich glaube, der wird es auch ganz cool finden. Und da kann man drauf rumkauen, da kann man halt verschiedene Oberflächen greifen und so, ne? Ist auch ein bisschen gummiert, ein bisschen was Geriffeltes und das fand ich auch irgendwie cool. Ein Beiß- und Lernspielzeug ist das quasi. Ja, Schatzi hat mir aufgetragen, ein weiteres Lätzchen mitzunehmen, damit wir eins immer irgendwie in der Wäsche haben können, also quasi in der Spülmaschine und eins dann halt ihm anlegen können. Da gab es unterschiedlich. Ich habe den Rory mitgenommen, also den Dino. Richtig süß, ne? Oh. Ja. Und die sind halt super praktisch. Also ich habe damals eins gekauft, weil Schatzi meinte, das wäre total praktisch. Und ich dachte, naja, ich weiß ja nicht. Es ist total praktisch. Vor allem, weil Julius gerne mit den Händen in den Brei geht. So, und das letzte Produkt, was ich euch gerne zeigen möchte, ist diese Schmutzfangmatte. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie total leicht, das auseinanderzunehmen, aber ist es gar nicht. Die habe ich tatsächlich für hier oben geholt. Ich habe es jetzt gemerkt, als hier Baustelle war und alle einfach mit ihren dreckigen Füßen, teilweise nassen Füßen, weil draußen nass hier durch die Gegend gelaufen sind und es mich wahnsinnig gemacht hat. Und das kommt dann halt quasi vor die Balkontür, damit alles hier drin fein bleibt. Und das fand ich eigentlich ganz schick, wie das so aussieht. Ne, muss jetzt natürlich sich noch ein bisschen einlegen. Schön, dass du da bist oder was da steht, ne? Ist auf jeden Fall ein schickes Teil, kann man machen, ist jetzt nicht so super hochwertig verarbeitet oder da. Und ja, es ist halt so eine schöne Schmutzfangmatte. Ach so, ich habe bei DM noch Klopapier gekauft. Das ist wichtig, Claudi, das musst du erwähnen. Denn wir hatten hier eine kurzzeitige Knappheit, sodass ich sowohl bei meiner Bestellung eins eingepackt habe, als auch irgendwie sind Schatzi und ich gleichzeitig losgefahren und haben Klopapier geholt, sodass wir jetzt 3 Stück davon haben. Yay. Okay, ja, das wäre jetzt einmal mein Haul gewesen, meine Neuzugänge aus dem Bereich Drogerie und natürlich die Erinnerung nochmal an die My Müsli Aktion. Mit Claudi To Go bekommst du diesen mega coolen To Go Müsli Becher mit dazu, wenn du ab 20 Euro Bestellwert deinen Warenkorb so hast. Finde ich, ist einfach eine coole Nummer, ne? Und ja, das wäre es jetzt hier auch einmal gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.